Schön, dass ihr auch bei der zweiten Folge dabei seid, beim neuen Let's Play mit Total War Attila, und zwar mit dem ersten richtig großen DLC, den es zu diesem Spiel gibt, der heute erscheint. Der letzte Römer heißt dieses DLC-Paket, eine Kampagnenkarte mit Kampagne. Heute ist der 25. Juni 2015, das ist der Tag, an dem dieses Video hier erscheint. Und wir spielen die Haupthandlung der Story entlang. Also wir spielen tatsächlich mit dem namensgebenden letzten Römer, mit Flavius Belisarius, dem oströmischen Feldherrn, der für seinen Kaiser Justinian die Vandalen in Nordafrika mit einer Expedition unterwerfen will und, wenn ihm das gelingen sollte, dann rübergehen möchte, über das Mittelmeer, nach Sizilien rüberschippern und dann weiter auf den italienischen Stiefel drauf, um dort dann das Reich der Ostgoten zu unterwerfen. Für seinen Kaiser natürlich und nicht für die eigene Tasche, denkt zumindest Justinian, unser Kaiser von uns. Bevor wir auf eine Runde weiterklicken, zwei Armeen haben wir, die Gefährten von Belisar selbst angeführt und von John dem Armenier oder John dem Armenier angeführt, die Wachmänner. Ein General, der ihm treu ergeben ist, noch ein Blick in die Technologie hinein. Zwei Balken gibt es, waagerecht, einmal Militär, einmal Zivil, beides werden wir sicher im Laufe der Zeit auch erforschen. Wir fangen hiermit mal an, das ist der Einstieg in die zivile Forschung, Renaissance der griechischen Philosophie, dauert zwei Runden und von da gehen wir dann weiter zur Kodifizierung von Gesetzen. Ohne das im Einzelnen geprüft zu haben, einfach deshalb, weil ich immer ein Freund davon bin, bei der Forschung, egal bei welchen Spielen, Ausnahmen gibt es da nur selten, erstmal die zivilen Grundlagen dafür zu schaffen, dass man dann später sich das Militär leisten kann, das man haben möchte. Etwas anders mache ich das dagegen mit den Militärausgaben. Habt ihr ja schon gesehen, bei den Wachmännern, bei den Gefährten. Wir hungern nach einer Schlacht. Da investieren wir doch einiges hier in die Rekrutierung neuer Einheiten, obwohl wir gar nicht so viel haben. Plus 546, ganz, ganz schmaler Bonus, den wir hier haben pro Runde. Leichter Überschuss, viel Gold haben wir auch gar nicht. Frage von euch, die jetzt vielleicht aufkommt und durchaus eine Berechtigung hat, WB, Writing Bull. Wäre es nicht klüger, wenn du stattdessen in die Gebäude investieren würdest? Die sind ja da. Die Armeen führen ja solche mobilen Gebäude, Lager mit sich rum, die man verbessern kann. Und da können wir diesen Bevölkerungsüberschuss investieren und dadurch können wir zum Beispiel den Wohlstand verbessern, den man jede Runde dazu holt. Das ist mir noch zu früh, weil ich es am Anfang mir erstmal gönnen möchte, zwei volle Armeen zu haben. Das hat den Vorteil, finde ich, dass sich das eher rechnet. Ist sicher Geschmackssache. Ich denke mal halt, ich möchte gerne verhindern, dass ich Einheiten komplett verliere in einer Armee beim Kampf gegen starke Gegner. Was ich okay finde, wenn ein Kampf knapp ausgeht und dann viele, dass die Einheiten zwar noch da sind, die Einzeltrupps, aber dass sie halt angeschlagen sind, dass die Männer noch aufgefüllt werden, das geschieht über das Verstärkungsfeature dann automatisch, ründlich und ohne, dass es Geld kostet. Wenn man dagegen so einen Kampf macht mit ungewissem Ausgang, wo man ganze Einheiten verliert, die man auch nicht über Verstärkung zurückbekommen kann, dann muss man tatsächlich die neu rekrutieren. Das Gold ist futsch. Deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, zum Beginn erstmal zwei volle Armeen zu haben, um mit denen dann anzugreifen. Und so machen wir es auch. Und noch ein letztes Wort, das hatte ich in der Eingangsfolge nicht erklärt. Es gibt hier, anders als im Hauptspiel Total War Attila, sind die Runden nicht unterteilt nach Jahreszeiten. Also dass der Frühling eine Runde wert, der Sommer des Jahres, Herbst und so weiter, sondern nach Kalendern. Nach Kalendermonaten, so wie wir das auch kennen. Im Januar fangen wir an, im Februar geht es dann weiter. Also eine etwas feinere Einteilung. Runde beenden. Noch haben wir keinen direkten Feindkontakt gehabt. Kann sich aber schnell ändern, denn eigentlich sollte sich das ja unter den Vandalen mittlerweile herumgesprochen haben, dass die Oströmer gelandet sind in ihrer Heimat und dass sie Böses im Schilde führen aus ihrer Sicht der Dinge. Wir selbst nehmen das natürlich ganz anders wahr. Das ist eine Befreiungsaktion hier. Die befreien das Territorium von den Vandalen. Das Territorium, das eigentlich uns gehört, den Oströmern. Ups, ja, die Vandalen haben es mitbekommen. Hilderich wurde hingerichtet, was nicht nur eine schöne Alliteration ist, sondern auch eine scheußliche Geschichte.
Denn Hilderich, den können wir eigentlich gut leiden. Die Römer sind in Afrika gelandet. Als Reaktion darauf ließ der Vandalenkönig Gelimer den alten prorömischen Herrscher Hilderich nach jahrelanger Gefangenschaft hinrichten. Der Tod dieses alten, gebrochenen Mannes droht den Konflikt noch weiter eskalieren zu lassen. Für die Vandalen gibt es kein Zurück mehr, keine Möglichkeit auf eine friedliche Lösung. In Klammern gesetzt, hätte es auch so nicht gegeben. Der Rest der Welt sieht mit angehaltenem Atem zu. Vielleicht sind die Römer keine ernste Macht mehr, können sie diesen Akt unverhohlenen Trotzes mit der altbekannten unerbittlichen Brutalität bestrafen? Oder bezwingen die Vandalen die Eindringlinge und läuten eine neue Ära barbarischen Widerstandes ein? Das werden uns die Geschichtsschreiber berichten demnächst. Unsere Macht ist respektabel. Konkret heißt das, unser John der Armenier, der wurde erfolgreich, durfte sein Amt antreten, das wir ihm zugewiesen haben, Comes Rei Militaris, was ihm diverse Boni bringt. Jetzt lösen wir beide Armeen also nicht auf. Wir lösen ihre Lager hier auf. Das machen wir auch bei den Gefährten. Und erblicken da oben am Horizont. Ups, was ist denn da? Mit einer Krone wird das denn etwa? Das ist Gelimer höchstpersönlich. Der Herrscher der Vandalen. In unserer Reichweite, bei denen würde ich gerne jetzt ein Netz werfen. Ups, dadurch, dass wir so viel rekrutiert haben, haben wir jetzt minus 1629. Das ist nicht gut. Also weiter rekrutieren können wir nicht, es sei denn, wir können hier irgendwelche neuen Geldquellen auftun. Aber die können wir im Augenblick nicht aufwerfen. Wie kann ich Rom dienlich sein? Da stellt sich sogar die Frage, ob wir nicht vielleicht schwächere Truppen auflösen sollten. Die brauchen wir, Moment, die haben auch eine hohe Eroberungskraft, die Equites-Kundschafter. Dann wäre ich doch glatt dafür, hier die Exploratores. Die bin ich bereit aufzugeben. Da steht hervorragend Erkennung. Bedeutet das, dass die Sicht auf der Kampagnenkarte breiter wird? Falls ja, das wäre natürlich nützlich. Aber dafür haben wir auch unseren Agenten hier. Der eilt ja auch immer vorne weg. Also dann werde ich die beiden Exploratores hier mal auflösen. Eieieiei, das ist immer noch ein fettes Minus. Die berittenen Föderati-Bogenschützen, die wollte ich auf jeden Fall haben. Wie kann ich Rom dienen? Oh, pardon, verklickt. Zwei Equites-Kundschafter, zwei Föderati-Kavallerie, zwei Bogenschützen, vier Föderati, zwei Speerträger, zwei Limitanei. Vielleicht können wir einen Limitanei aufbrauchen, weil wir setzen ja auf die Föderati-Kavallerie zur Gegenwehr gegen Feind-Kavallerie. Wie kann ich Rom dienlich sein? Das könnten wir vielleicht machen. Das wäre eine Möglichkeit. Wir hungern nach einer Schlacht. Mach ich auch. Sind wir bei 1024 immer noch nicht so gut. Wollen wir versuchen, ob wir damit arbeiten können. Wie kann ich dem römischen Volke dienen? So. So, uns aber erstmal, jetzt greifen wir erstmal Sufetula an. Wir hungern nach einer Schlacht. Zu euren Diensten. Den ziehen wir. Doch nur so schnell wie die Engel. Sehr witzig. Du bist doch ganz schön flink, Mensch. Beeilt euch, Männer! Kommandant. Jetzt greifen wir mit ihm an. Die Siedlung wird belagert! Sie werden niederkauern vor der Macht Roms! Leichtes Spiel, da können wir sogar einen automatischen Angriff durchführen. Sehr schön.
Immerhin 116 Männer verloren, 89 Feinde gefangen. Wir erobern das zurück. Unabhängigkeit erklären, das wäre die Alternative. Können wir uns aber nicht leisten. Also, hatte ich ja in der ersten Folge schon erklärt, wenn wir hier die Provinz hier einnehmen und dann die Unabhängigkeit erklären, also auf unsere riesigen Armeen mit einer kleinen, popeligen Provinz versuchen durchzufüttern, das wäre wirtschaftlich der letzte Wahnsinn. Also wir erobern die hier natürlich Befehle. Für unseren Kaiser. Zu euren Diensten. Erfahrungspunkte gesammelt für Flavius Belisar. Sogar zwei. Gehen wir hier hin. Gehen hier weiter nach Verstärkung. Das finde ich nämlich toll hier. Hier will ich hin, dass die Truppen noch schneller verstärken. Und hier. Zu euren Diensten. Die wurden bereit nicht aufgelevelt. Okay. Jetzt ist die Frage, wohin? Also den kriegen wir wahrscheinlich nicht. Wir könnten jetzt den einzigen Spion, den wir haben, einsetzen, um ihm eventuell zu verlangsamen. Ihm zu versuchen, Bewegungspunkte zu klauen, aber das ist mir, finde ich, nicht so clever. Wahrscheinlich geht er nur stiften und wir rennen ihm dann hinterher mit unseren Truppen. Das führt ja zu nichts. Stattdessen gehe ich lieber hier in diese Richtung. Ich trete meine Reise an für Rom. Wie kann ich euch noch helfen? In Bewegung. Die 1024, die sollten aber auch besser sein, wenn wir gleich ein Lager aufschlagen. Wie kann ich dem römischen Volke dienen? Ich trete meine Reise an für Rom. Ich erwarte weitere Befehle. Marsch! Ich erwarte weitere Befehle. So, jetzt gehen wir auf das Lager. Sind wir schon nur noch bei minus 607? Wie kann ich Rom dienlich sein? Jetzt sind wir bei minus 67. Das ist fast plus minus 0. Alles im grünen Bereich. Und eine Runde weiter. Vielleicht sollten wir doch ein Gebäude bauen. Ein einzelnes Gebäude, wie man ein bisschen mehr Wohlstand hat, damit wir immer ein bisschen im Plus bleiben. Unsere oströmischen Verbündeten im Balkan ziehen hin und her. Irgendwelche geheimen Pläne verfolgen, von denen wir hoffen, dass die KI, sprich Justinian, unser Kaiser, auch tatsächlich sie im Kopf hat und nicht nur irgendwie mit den Fingern wild herum gestikuliert in seinem Thronsaal und die anwesenden Generäle das als Befehle deuten, weil die Finger irgendwie auf irgendwelchen Karten in irgendwelche Richtungen zeigen. Imperium, jetzt sind wir mittlerweile sogar auf der Imperium-Stufe beeindruckend, könnten mehr Spione, mehr Priester, mehr Streiter einsetzen, also mehr Agenten statt einem zwei, könnten statt vier sechs Armeen haben und so weiter. So. Kodif, wir haben jetzt das hier geholt. Jetzt gehen wir weiter zur Kodifizierung von Gesetzen. Was ich mich gerade frage, ist, wieso hier minus 449 plötzlich steht. Handel und Finanzen. Gesamteinkommen. Woher kommt das eigentlich? Sind das Zuschüsse? Ach, das ist der Steuersatz. Aber ich frage mich, wen versteuern wir, wenn wir gar kein eigenes Reich haben? Aha, wir erhöhen die Steuerstufe und dann sinkt zwar die Integrität für alle Streitkräfte und auch das Wachstum, das ist ein bisschen doof, aber dadurch könnten wir uns vielleicht finanzieren. Gucken wir uns gleich mal an, ob das Sinn macht. Hier sind die Einnahmen aufgelistet durch Steuern, tatsächlich. Sehr komisch. Wir haben auch gar keine Provinzen, wo wir Bürger besteuern könnten. So, jetzt sehen wir uns die Wachmänner. Bereit zum Kampf. Greif mit denen weiter an.
Können die hier direkt angreifen? Ja. Achso, jetzt wollen wir erstmal auch die Armeen ein bisschen ausgleichen, ne? Ich trete meine Reise an für Rom! Genau. Kommandant! Marsch! Mal ein bisschen schauen. Wir haben hier zwei Föderati Bogenschützen, das ist okay. Das ist die Armee von Flavius Belisar selber. Der sollte auch etwas besser gestellt sein, finde ich noch. Der hat noch 5 freie Slots. Dann geben wir dem noch den dazu. Und noch den hier. Speerträger. Ne, Speerträger sind hier die. Normalerweise, wenn wir angreifen... Ne, das ist Quatsch. Genauso machen wir das. Das ist okay so und... das sind die, die so gut sind gegen Kavallerie, glaube ich. Rück vor! So, jetzt sind die komplett. Jetzt ziehen wir mit dem wieder in die Nähe der Stadt. Bis ans Ende der Welt. Mit dem machen wir den Angriff. Niemand wird entkommen. Die Siedlung wird belagert. Wieder Haushoch überlegen. Automatischer Angriff. Hat funktioniert. Ein paar Menschen verloren. 69 Feinde gefangen genommen. Alles gar kein Problem. War das alles? Das war noch nicht alles. Ein Blick auf die Landkarte. Und jetzt haben wir 2 der 3 Regionen der Provinz Byzacena erobert. Für unseren Kaiser. Feindarmeen weit und breit, keine zu sehen. Wir hungern nach einer Schlacht. Schauen wir uns mal die Autoritätswerte an. Nee, die Integritätswerte. Änderung pro Runde 10. Also wir können gleich die Steuern durchaus erhöhen. Wieder den Minus 1. Ach so, wegen dem Lager. Können wir uns durchaus leisten, weil durch die gewonnenen Kämpfe bekommen wir ständig neue Punkte dazu. Können wir gleich zwischendurch ruhig mal die Steuern erhöhen. Wir warten noch ab. Wir warten erstmal ab, bis die Werte hier noch ein bisschen höher sind. Denn wer weiß, naja, wenn wir vielleicht in eine lange Belagerung verstrickt oder in irgendwelche unangenehmen Geschichten. So, jetzt gehen wir aber mit unserem Agenten weiter lauern. Wir sind ja noch auf keinen nennenswerten Widerstand gestoßen. Der Teufel aber vielleicht hier, mit riesigen Händen Arbeit. Ich trete meine Reise an für Rom. Haha. Hier ist aber auch wenig los. In Bewegung. Wie kann ich euch noch helfen? Das ist ja interessant. Also die Stadt ist stark bewacht mit Mauern. Weit und breit kein Gegner. Sehr, sehr seltsam. Kann ich dem römischen Volke dienen? Der kann bis da ziehen. Beeilt euch, Männer! Der kann bis hier ziehen. Wäre ich doch nur so schnell wie die Engel! Kommandant! Sofort! Rührt euch, Männer! Lager? Ich erwarte eure Befehle! Lager. Minus 520. Es ist tatsächlich etwas schlechter. Da wollen wir doch mal schauen, ob wir es uns nicht leisten. Die Integrität ist ja doch sehr hoch. Zu euren Diensten.
für eine Runde mal testweise die Steuern zu erhöhen. Oh, warum geht das nicht? Jetzt geht's. Schon sind wir im positiven Bereich. Integrität sinkt, Wachstum sinkt auch. Das ist mir im Augenblick egal. Schauen wir uns mal aus der Nähe an mit dem Wachstum. Zu euren Diensten. Ja. Und nochmal eine Runde weiter. Aha, das vergesse ich gerne. Auch die bekommen ihre Erfahrungspunkte. Verstärkung plus 1 finde ich total klasse. Integrität wäre natürlich auch gut in fremdem Territorium. Hier, ne, Moral. Rekrutierungskosten, Einheitenerfahrung. Alles hier. Integrität in zwei fremden, in plus zwei in fremdem Territorium. Nee, das ist der Billy Sahn. Nee, das machen wir anders. Das machen wir hier. So, hier, Verstärkung. Setzen wir auf Verstärkung. Eine Runde weiter. Da, glaube ich, zum ersten Mal eine Armee zu sehen, oder? Vom Feind. Was auf dem Balkan passiert, interessiert mich im Augenblick etwas weniger. Da kommen Truppen rüber vom Balkan auf einem Schiff. Wahrscheinlich um unsere Provinzen, die wir für sie erobert haben, jetzt auch zu beschirmen. Was ganz gut ist, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Dann haben unsere Feinde neue Feinde vor Ort. Und das sind unsere Freunde. Kann nicht schaden. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Noch weit und breit kein Gegner zu sehen. Hier, das ist das Schiff, die Flotte, unterwegs, Riesenarmee, von John von Bostra angeführt, Wahnsinn. Toll, klasse, der könnte uns echt helfen. Dann schicken wir ihn doch mal nach Hadrumentum, können wir das machen? Diplomatie, das Römische Reich, die stärkste Macht der Welt. Kriegskoordinationsziel festlegen und dann klicken wir hier auf Hadrumentum. Okay. Und hier seht ihr den römischen Adler darüber kreisen. Der zeigt unseren Verbündeten, wo es lang geht. Jetzt können wir vielleicht sogar schon einen Angriff wagen auf die Stadt. Ich ziehe mal ein bisschen weiter. Ich bin ein Schatten. Ob hier irgendwo Verstärkung kommt vom Feind? Ach, die haben hier noch nicht mal eine Straße, ne? Nee, das ist eine gepflasterte Straße. Wie ihr befehlt. Ich bin bereit, euch zu dienen. Sind wir schon in der Nähe von Karthago? Weit und breit kein Feind zu sehen. Ist der in Karthago? Ist der hier? Der Feind in Tuburbo? Wo könnte er sein? Ich ziehe den mal hier hin. Von da aus könnte er... Ja, beides beobachten. Und siehe da, hier sind Einheiten. Das ist Gelimer. Das ist der gerannte General Chintila. Und hier ist noch eine Gruppe. Es wird ja schön Sinn machen... Erstmal diese Truppen auf offenem Geländer zu besiegen, bevor man eine Stadt belagert. Vielleicht können wir die ja im offenen Kampf erstmal besiegen. Also hier die Stadt, die hier belagert, die zu belagern,
Das wäre mühsam. Und dann kommt vielleicht noch eine Entsatzarmee. Aber wagen könnten wir es denn auch. Wir hungern nach einer Schlacht. Was tun? Hadrumentum frontal angreifen und darauf setzen, dass wir die vielleicht sogar im Sturm erobern können nach einer Runde oder zweien mit Sturmleitern oder wie auch immer, bevor Verstärkung kommt, bevor Entsatz kommt, oder an Hadrumentum vorbeimarschieren Richtung Tuburbo, dort vielleicht versuchen, diese Feindarmeen abzufangen, die auf offenem Gelände zu bekriegen, die erstmal auszuschalten und dann erst die Belagerung oder die Eroberung der karthagischen, der vandalischen Städte anzugehen. Das ist eine strategische Entscheidung, die klug zu treffen ist. Bin gespannt, ob ich die Klugheit aufbringen werde, als Belisar, als Flavius Belisarius, um hier die richtige Wahl zu treffen.